Hallo und willkommen zu einem neuen Let's View. Diesmal geht es um den Thomas Action Figure Digest aus dem Jahre 2010. Hier steht die Nummer 188. Das stimmt nicht, das ist die 189. Das ist ein Druckfehler mitten auf der ersten Seite. Ist mir eigentlich auch nur aufgefallen, als ich sortiert habe. Ich habe es hier extra nochmal liegen. Wir haben ja schon mal diese hier besprochen. Und als ich sortiert habe, fiel mir auf, die Nummer hier ist identisch. Also hier könnt ihr sehen, hier haben wir die 188. Und ich mache es mal hier hinter. Auch. Es gibt Doppelnummern, aber in dem Sinne konnte es nicht sein. Ja, ein kleiner Druckfehler mitten auf die erste Seite. Hier mit dem Clone Trooper. Ich könnte sogar Rex sein. Ja, das ist unsere heutige Betrachtung. Schauen wir uns an, was in diesem US-Toy-Magazin an aktuellen und Retro-Toys diesmal gezeigt werden. Es ist natürlich eine Zeitreise, weil im Endeffekt 2010 ist auch über 10 Jahre her. Somit, ja, ist das schon alles Retro? Werden wir gleich sehen. Wir blicken direkt hinein. Ein cooler Klontrupper ziert die Nummer 189. Ja, ja, hier seht ihr ganz genau der Druckfehler. Richtig schön. Und schauen wir uns gleich an. Spider-Man-Werbung. So eine kleine Vorschau von dem Ganzen. Hier seht ihr die richtige Nummer 189. Ja, Kuttebuck hier, Figuren. Irgendwie gab es ja Ersatzleserschwerte. Werter Fußballer. Da könnte Pelé gewesen sein, der Brasilianer. Eine Manga-Figur, die ich nicht kenne jetzt. Iron Man 2 wird gut beworben, war ja auch gerade im Kino. Die Actionfiguren, auch richtig coole Figuren. Auch von Kotobuk hier gab es richtig coole Stands oder Statuen. Ein Iron Man, ein Dr. Doom, ein Venom. Leserbriefe, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ja, hier Captain Rex, die große 12-Inch-Figur, richtig gut, sieht ja richtig detailliert. Das Sideshow Collectibles sind halt die teuren Statuen und so weiter, richtig, richtig teuer. Auch Yoda vs. Darth Sidious, auch richtig coole Szene. Die haben das richtig gut eingefangen und wie gesagt, die Statuen waren ja nicht gerade klein. Das sind auch, können ja in eine Vitrine gepackt werden und auch mit sehr viel Details. Und aufgrund dessen sind die auch sauteuer. Nur eine Statue oder eine Büste. Black Panther haben wir hier, Carnage, Spider-Man Büste oder den Spinosaurus aus Jurassic Park 3. Noch cooler hier Batman aus dem Burton Batman Film. Richtig toll, das Batmobil oder auch hier der Batwing oder die Maske. Richtig gelungen. Thomas Online Store Werbung. Und jetzt gehen wir schon weiter mit DC. Ja, so eine kleine Figürchen im Stile von Lego Figuren kann man fast sagen. Verschiedenste Charaktere aus dem DC Universum. Ja. Ich kann dazu nicht vollkommen sagen, ich bin nicht so komplett bewandert in den ganzen Charakteren oder aus dieser Welt. Dazu kann ich wirklich nicht viel sagen. Ich bin da mehr im Standardbereich drin, das ist mir doch hier so ein bisschen zu Blackest Night. Das ist so ein bisschen mehr Horror oder irgendwas in der Art, wohl eine Reihe Halloween, kann ich nicht so sagen. Da kann ich eher was zu sagen. Transformers, ich bin ja ein großer Fan, hier sehen wir War for Cybertron. Das Spiel kam in verschiedensten Versionen raus. Ein großartiges Game. Ich kann es euch nur empfehlen. Xbox 360 war sogar mal für die Series X kompatibel. Cybertron Adventures für die Wii ist eine Ergänzung des Spiels. Ich habe die PlayStation 3 Fassung und die beiden DS muss ich mir nicht nochmal zulegen. Sind beides im Endeffekt Aufteilung des Hauptspiels. Decepticon-Seite, Autobot-Seite. Hier seht ihr auch zwei Figuren aus dem Spiel. Prime und Bumblebee in ihrer Form. Wie aus dem Spiel, richtig coole Figuren. Hier allgemeine Figuren. Sind aber auch Wiederauflagen von dieser Legends-Reihe. Den habe ich vor kurzem mal auf dem Flohmarkt gefunden mit anderen Farben. Und ja, sind so kleine Figuren. Recht cool, so ein bisschen im Bayverse, also im Kinofilm-Style vom Realfilm. Also ja, ganz nett. Kotobuk hier und Gundam, das sind mehr so Gundam-Figuren, auch richtig cool geworden. Kotobuk hier ist ja japanische Figuren, die machen ja auch Statuen, aber hier haben sie jetzt nicht mal auf Gundam-Figuren in unterschiedlichem Style beschränkt. Ja, Avatars Impact on Toy Industry, One Perspective, eine Sichtweise, wie Avatar Einfluss in die Toy-Szene genommen hat, mit Bildern aus dem Kinofilm von Avatar. Brave Star und
Unproduced Photon Playset oben, was wir da sehen. Das Playset gab es gar nicht erst mit für die zweite Serie. Ich weiß gar nicht, was das ist für eine Serie. Wie gesagt, Ford Kyrium, richtig coole, großes Set, auch teuer mittlerweile. Avatar-Bilder aus dem Film. Ja, hier sehen wir Captain Power, The Soldiers of Future. Eine interessante Serie, jetzt ein bisschen der Zeit voraus. Hat so ein bisschen Science Fiction und Computer gemischt. Richtig cool, gut gespielt teilweise. Tricks sind natürlich aus heutiger Sicht sehr billig, aber waren damals echt beeindruckend. Bravestar, richtig coole Serie. Ich fand die Figuren toll, aber zu groß. Fürs Spielen einfach viel zu groß. Ich hatte nur mal Bravestar in dem Eröffnungsteil mit der Hörspielkassette. Leider besitze ich davon so gut wie gar nichts mehr, nur das Kyrium. Ja, aber richtig cool. Hier sehen wir auch Captain Power in Search of the Future. Hatte ein riesen Spielset mit auch Elektronik, wo man dann sozusagen Effekte ausspielen konnte. Ja, man konnte mit Bildschirm interagieren irgendwie. War eine gute Idee, eine gute Serie, aber ja, war auch nicht so erfolgreich als Toy und als TV-Serie, muss man dazu sagen. Ja, hier sehen wir auch nochmal die Fahrzeuge. Ihr seht auch hier mit so Lichteffekten, dass die sozusagen so eine Art Interaktion hatten. Und dann sind wir jetzt auch schon angekommen bei dem Speed Shop, eine Übersicht von Hot Wheels Fahrzeugen, was es so gibt. Ich bin jetzt nicht so der große Autokenner, das heißt, ich betrachte jetzt nur einfach das, was ich jetzt hier sehe. Ja, ihr seht, Verpackung immer wieder vielseitig. Irgendwie Hot News, was sogar dann besondere Serien ist. So, und dann gucken wir mal, ob ich hier irgendwas erkenne. Das sind verschiedenste Autotypen, verschiedensten Auflagen mit verschiedensten Felgen. Also es ist so abwechslungsreich, so mega vielseitig. Das Set hier kommt sogar mit einem Motorrad zusammen. So, hier ein DeLorean. Gold, sieht richtig cool aus. Ja, ihr seht ja von Real bis Fantasie, irgendwelche Special-Modelle und Bewerbung. Also die haben wirklich alles versucht. Kann man ja wirklich sagen. In jeder Hinsicht irgendwas gebracht. Flugzeuge, hier noch so ein Buggy. Wie gesagt, Fantasy-Motorrad, Tourbus, irgendwas. Sieht aus wie ein Panzer. Und auch zu Filmen haben sie natürlich auch Fahrzeuge gemacht. Das kann ich jetzt, wenn ich jetzt keiner kenne davon. Also hier ist jetzt keiner dabei, aber gab es ja alles. Hier ist so ein Schneemobil. Ja, sie haben alles. Also die Sinne haben alles abgedeckt, was es nur gab. Hot Rods, glaube ich, sind das oder sollen es sein. Ja, und hier haben sie so Jubiläums-Hot Wheels, 10. Jubiläum, so diesen Collectors National. Kann ich nicht zu viel sagen. Ihr seht ja, Bilder sagen hier auch manchmal mehr als 1000 Worte. G.I. Joe Convention, auch richtig cool. Schönes Motiv. Da gab es meistens dann auch dieses so ein Sonderset, was rausgekommen ist, was speziell da nur verkauft wurde, muss man vorbestellen, kostet so um die $300. Kam so ein großer Case hier mit so einer Armee zusammen. Hier sehen wir uns das auch noch mal ein bisschen im Detail, diese ganzen Sachen. Special-Figuren vom Hasbro, Mr. Potato Head. Auch ein sehr beliebtes Spielzeug, was auch in Toy Story vorkam. Hier seht ihr auch die Figuren mit allen Zubehörchen abgebildet, auch die Charaktersets, welche Figuren das waren. Hier steht es ja auch irgendwie, die Codenames eben halt. Codenamen sozusagen. Ach, richtig schön. Ich habe da auch ein paar früher gesammelt, ein paar habe ich noch, aber von Action Force. Und hier seht ihr auch aufgebaut, es gab Cosplayer und besondere Artworks, seltene Figuren, Toy-exklusive Club-Fahrzeuge, die rausgebracht wurden und all das. Ja. Hier auch teilweise irgendwelche Zeichner und es gab auch die Synchronsprecher der alten Zeichentrickserie waren da. Also jetzt hier bei der G.I. Joe Convention. Und hier scheint es auch was Ähnliches zu sein zu dieser Omega Serie Military Line, die hat man aber nie wieder gesehen, die ist bei uns nie erschienen, aber soll wohl unter G.I. Joe rausgekommen. Ja, kann ich nicht so sagen, weil da unter McFarlane Toys, dem Label, sind
Halo-Figuren erschienen. Richtig cool. Ja. Sehen auch richtig detailliert aus. Richtig cool. Und hier haben wir DC Universe, so klassische DC-Figuren in dem Design auch irgendwie. Batman, Machine, Hunter, glaube ich. Auch hier noch weitere Figuren. So ein bisschen in dem Animated Style, wie eben halt jetzt das Justice League aus der Animationsserie mit Batman Beyond, der einen kurzen Auftritt da auch hatte. Superman, The Flash. Dann haben wir noch irgendwelche Werbung für Backstage Toys. Werbung oder Nachbestellung für den Thomas. Star Wars darf nicht fehlen. Hier nochmal welche so Battle Packs. Ein paar coolen Figuren. Klonen, alles so Clone Wars. Ahsoka da sogar klein. Mit Anakin, wenn es so aussieht. Darth Vader, das ist etwas moderner. So ein Hoth-Set. So ein weißes Speederbike, als ob die Hoth damit auch rumgefahren sind. Echt cool. Hier sehen wir zu so einer feste Figuren. Das sind, glaube ich, auch die aus dem Battle Pack, weil das ist gar nicht nur zum Sammeln, wie ich das sehe. Das ist so zum. Man kann sie bestücken, also irgendwie mit Spielen, aber es ist so zum Brettspiel. So sieht es aus. Cool. Echt cool. Ahsoka ist, naja, gut. So, lala. Da ist mir gerade mein Licht ausgegangen, mein externes. Das gibt es auch. Ja, und hier sehen wir auch nochmal weitere Figuren. Greedo, Luke Skywalker als Pilot. Und hier haben wir eine Werbung von Sideshow Collectibles. Und Werbung von Marvel Universe Figuren. Richtig cool, richtig toll. Ja, und das war's auch jetzt. Ne? Jetzt am Ende ein bisschen weniger Licht. Ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ne? Mit mir das einfach mal so durchgeblättert habt. Schaut wieder rein und liked, teilt, abonniert, kommentiert vor allen Dingen, sprecht mit mir, was fandet ihr cool, was war euer Highlight. Ja, ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im nächsten Let's View.